Sie ähnelt der, an die ich im Schrein von St. Eva so lange angeschlossen war. Ja, ziemlich. Good old times. Es ist eine Maschine, die menschliche Leben in Energie umwandelt. Oh, was soll das denn? Mein Leben endet sowieso bald. Bitte vergib mir, Ryu. Wenn ich sterben muss, dann will ich damit wenigstens jemandem helfen. Nein, das dürft ihr nicht tun. Ja, ich würd das auch nicht zulassen, wenn ich Ryu wäre. Gerade den Vater wieder und dann sperre ich in die nächste Maschine. Hat auch zugelassen, dass seine Mutter gerade mit einer Bombe attackiert wurde. Mhm. So gesehen. Das ist echt. Er macht sowieso nichts. Da habe ich das Gefühl. Yay! Das sieht total anders aus als vorhin noch. Es ist halt so, wenn einer jahrelang irgendwas gemacht hat, dann muss er wieder zurück dahin, ne? Mhm. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Nutzt nun meine Kraft, um den Dämon zu vernichten, Ryu. Ja, wir hauen die ganze Stadt in den Dämon rein. Warum nicht? Ja, wäre doch eine Idee. Ah, eine Maschine und ein verrückter Mann. Das ist zu viel für mich. Ich kenne noch so einen Baum. Die Steuerung der Stadt übernehme ich. Sollen wir starten? Ja. Verstanden. Also los, Vater Garner. Jetzt seid ihr gefragt. Gute Titten. Ja, wäre der Baum mein alter Mann gewesen, ne? Mir Kraft. Was? Wäre der Baum mein alter Mann gewesen? Ja, wir sind verbunden jetzt. Er ist ja blind, also er guckt jetzt mit dem Typen. Das ist sehr langsam. Ich merk's. Und sehr nervtötend, aber wenigstens kannst du wieder überall hinkommen. Also es ist, dass das Spiel am Ende dich nochmal verarscht und sagt so, ja, wir machen aber, nimm dir was weg. Und ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ich glaube, ich bin durch Zufall drauf gekommen, ich bin mir nicht mehr sicher damals. Aber ich hatte auch schon mal das nicht so gute Ende. Also. Bam, 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 bam. Wenigstens kommst du jetzt trotzdem noch überall hin, ne? Ja? Mach dir keine Sorgen, mein Vater. Ich kümmere mich um ihn und halte das hier alles in Schuss. Danke. Ne, es gab ja noch diesen anderen Brunnen, in den man runter musste in der einen Stadt. Es könnte sein, dass man dadurch vielleicht darauf kommt, dass man in einen Brunnen steigen muss und da vielleicht was ist. Ja, das habe ich sowieso sofort gemacht. Aber dass man irgendwo hin muss, das ist halt das Seltsame. Denk dran, speichern, weil gleich kommt Gegner. Du meinst im Berg? Hier steht nur, nachdem man Patty hier hat, benachrichtigt hat, kommt der Albtraum. Und ich weiß nicht, ob das im Berg ist. Ich glaube nämlich, ja, das ist, wenn du reingehst. Und dann, glaube ich, war das. Okay, dann gucke ich jetzt nochmal, bevor ich in den Dorf... Ha, ha, ha. Gut, dass ich das Para dabei habe. Dann muss ich nicht durch das Jagdgebiet. Und, warte mal, da gab es doch diesen Geheimgang. Warte. War das hier oder war das im anderen Spiel? Doch, du kannst dir sagen, möchtest du alleine gegen einen Albtraum kämpfen oder zu viert? Aha. Wenn du es alleine schaffst, dann gibt er dir einen Tipp und gratuliert dir und sagt, er ist gerne besiegt worden und sowas. Wenn du zu viert machst, dann stirbt er einfach nur. Warum sollte Bashir hinter Nina stehen? So. Okay. Ist halt die Frage, ob man den alleine überhaupt schaffen kann. Und du kannst das schlechteste Ende anwählen. Wenn du mich sagst, nee, Mama, ich traue mich nicht. Und dann sagt sie, das verstehe ich. Und dann gibt es das schlechteste Ende. Aber hier steht eigentlich, du musst da nicht in die Höhle reingehen. Du musst zu Patty gehen. Okay. Daher. Na, ist die Frage, wo Patty steht. Du kannst aber gehen wir erstmal zum Kämpfen. Ich sag dir, wie es ging. Gehen wir erstmal dann zum da, wo der Drache war. Das ergibt dann vielleicht sogar mehr Sinn. Da ja. Wird Patty wohl eher sein. Und ich bin irgendwie darauf fixiert, diesen Dämon in der Höhle zu zerklatschen. Das Beste ist, um da ranzukommen, was der Tipp, also er gibt dir so gesehen, weil er dich so verehrt, wenn du alleine gegen ihn kämpfst, dann gibt er dir einen Hinweis darauf, wie du einen besonderen Gegenstand findest. Und du brauchst dafür Cat und Stan. Ah. Okay, toll. Aber musst du dann halt wieder zurücklaufen. Guten Tag, der Herr. Patty ist da, aber sie steht nur da und starrt den Drachen an. Die Tür ist noch nicht offen. Er sieht schwach aus, aber er lebt noch. Armes Ding, er ist schwer verwundet. Es tut mir leid, wir dachten, der Drache sei an all dem schuld.
Ihr habt nichts zu befürchten. Der Drache ist noch immer auf eurer Seite. Würde ich mir überlegen, ob ich noch auf der Seite wäre, wenn die mich versuchen, mit Bomben zu sprengen. Hm. Kommt nicht näher, Menschen. War das der Drache? Hat der Drache mit meiner Seele gesprochen? Wie alt ist eigentlich Hulk? Ich weiß es nicht. Verlass diesen Ort sofort. Ich bin der Drache, der das Siegel beschützt. Meine Macht ist nun geschwächt. Wie du ihr voll die männliche Stimme gibst. Ja. Die Dämonen können bald an mir vorbei. Ihr müsst gehen, bevor dies geschieht. Aber das Schlechteste ändert ein richtig hübsches Bild. Du sagtest etwas von einem Siegel. Was liegt denn hinter diesem Tor verborgen? Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin nur ein Mädchen. Es gibt aber keinen Zweifel, dass der Drache gesprochen hat. Captain Obvious, ne? Ja. Passt. Und wie der Drache sagte, sollen wir so schnell wie möglich verschwinden. Gute Frau, kann Instruktionen befolgen. Ohne Patty könnten wir hier nicht weiterkommen. Sie ist so wichtig. Das ist richtig. Ist etwas nicht in Ordnung, Vater Hulk? Peng, was ist da los? Ihr wisst nicht einmal, was hier versiegelt liegt? Dann werde ich es euch verraten. Diese Tore verschließen den Weg zu unserem Gott Ivan. Geiler Name. Ach, er wieder. Ihr habt den großen Dom zerstört. Aber ihr könnt die Wiedergeburt unseres Gottes dennoch nicht verhindern. Ich mag den Typen einfach gar nicht. Auch was er in dem Dom abgezogen hat, das ist so ein richtiges Arschloch. Genau. Typischer Assi. Mhm. Typischer Gegner. Ja, stimmt. Dieser Spaß war es wert, so zu tun, als wäre ich der Geistliche in diesem Dorf. Es war hart, gleichzeitig Gründer von Eva und Priester von Dorf G zu sein. Wollte ich gerade sagen. Hat Dio das nie mitbekommen? Nee. Das Heim deines Vaters war aber immer sehr gemütlich, Rio. Ich hab dir beim Baden zugeguckt. So ungefähr. Das ist. Oh Mann. Ich würde nichts Gutes ohne böse Gedanken tun. Was? Mhm. Ergibt das für dich Sinn? Ich würde nichts Gutes. Ja, weil er ihn aufgezogen hat und ihn nicht getötet. Als Kind. Okay. Der Satz ergibt trotzdem keinen Sinn, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, ich komme mit dem Satz nicht klar. Sobald diese Tore geöffnet sind, wird die Welt unserem Gott gehören. Ja, scheinbar hat er die ganzen Jahre nur darauf hingearbeitet, dass die Tore geöffnet werden. Und Patty, du bist der Schlüssel zur Straße Gottes. Siehste. Ich habe nicht vor, mit einem Verräter meines Gottes zu kooperieren. Meines Gottes? Habe ich mir auch gerade gefragt. What the fuck? Kooperieren? Du scheinst dir überhaupt nicht zu verstehen. Wir brauchen keine Hilfe, um das Tor zu öffnen. Das gleiche rote an wie Dieu. Mhm. Was wir brauchen, ist der Tod von Patty. Diese Tore wurden versiegelt, als das Drachenvolk unseren Gott einschloss. Es gibt nur einen Schlüssel, der diese Tore öffnet. Das Leben eines Mitglieds des Drachenvolks. Und warum nimmst du nicht Ryu? Der wehrt sich wahrscheinlich zu doll. Weil er zu stark ist. Oder? Wir konnten, warum hat er das aber nicht vorher gemacht, als er ihn als kleinen Jungen noch hatte? Habe ich auch nicht verstanden gerade. Wir konnten den Drachen nicht töten. Daher muss nun Ryu oder Patty sterben. Aber Ryu sieht sehr stark aus. Wahrscheinlich wäre es einfacher, Patty zu töten. Ist ganz wichtig, seine Gedanken alle laut auszusprechen. Ja. So. Nun werden wir endlich das Tor öffnen. Patty, nun stirbst du für unseren Gott. Er ist auch Let's Player. Wer? Der Hulk da, erzählt auch alles, was er macht. Ach so. Nein, rette mich, Ryu. Bitte, großer Bruder. Epic Twist. Der Drache hat sich gerade bewegt. Ja, die Mutter lässt es nicht zu. Willst du dich etwa in meinen Weg stellen, Drache? Du hast doch gar nicht die Kraft zu kämpfen. Wie spricht man Drachen? Ich lasse nicht zu, dass du an sie Hand legst. Jetzt. Zack, ins Gebüsch. Wie kannst du es wagen, dich mir in den Weg zu stellen? Und die alle gucken. Noch mehr vergessen. Alle gucken so zur Seite.
Völlig das Hauptereignis ignorieren. Mal gucken, steht sie wieder auf. Tschüss, Patty. Ich werde dieses Siegel beschützen. Ihr alle lauft. Lauft so schnell ihr könnt. Du denkst, sie muss alles alleine machen. Jetzt kannst du dich heilen oder... Ja. Ja, ich habe aus Versehen angedrückt, aber egal. Warum? Warum stellt die... Ja, ich wollte eigentlich erst... Ich wollte im Menü drücken eigentlich, um mich zu heilen. Aber egal. Warum stellt ihr euch mir auch noch in den Weg? Dann soll es so sein. Ich töte euch zuerst. Und ich würde ja sagen, gleich kannst du ja ein Safe State machen und dann einfach mal das schlechte Ende aktivieren. Das schlechte Ende wäre dann, wenn ich jetzt nach dem Kampf wirst du eine Frage gefragt. Ach so. Und dann, okay. Rand ist vorne. Warum ist nicht Rio? Es ist guck mal, genau so sah er eben aus. Ja, fandest du nicht? So viel Tentakeln. Aber da haust du ein paar Mal rauf und dann weg. Ja, ich glaube auch nicht, dass das sonderlich stark ist. Bam. Gucken wir mal, vielleicht macht sie sogar mal Schaden. Jo. Ja, das kann sie. Mittlerweile. Aber er auch. Ja, ich sehe es. Aber du hast ja hier Boshi. Genau. Das finde ich so seltsam, den Namen. Ich weiß, Original ist besser und so, aber Boshi hört sich an wie so ein... Hey, Boshi. Oh yeah. Sehr seltsam. Wie ist der Name im Original? Ich glaube, du hast den Namen vom Original. Okay. Ich glaube, die Übersetzer haben die Original-Japanischen genommen. Sie haben halt dumm übersetzt Bo. Finde ich auch dumm, weil du kannst... Ich hasse es, wenn Charaktere so heißen, wie was sie können. Ja. Ich meine, du nennst deine Tochter ja dann später auch nicht irgendwie so Schlampe. Also schon als Kind. Weil du weißt, ach nee, ich weiß, in 15 Jahren wird sie eine Akademikerin. Mhm. Und deshalb ist das so ein bisschen... Mag ich das nicht, wenn Charaktere so toll werden. Doof. Da war er nicht schnell genug mit dem Heilen. Ah, das okay. Eigentlich dürfte er da nicht so Probleme machen. Also ich hatte nie Probleme mit dem. Zum Glück hast du Rand. Versuchen wir doch mal. Er greift mit Feuer. Und du hast ein Safe State gemacht. Also. Zum Glück, ja. Rakete. Toll. Sollst du sterben? Nee, ich glaube, du musst ihn besiegen. Bin mir nicht sicher. Tschüss. Ich gucke jetzt mal, ob ich sterben sollte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube nein. Oder doch? Dass du jetzt sterben sollst und wirst du geheilt und dann... Ja, das kann sein. Deswegen, ich will das nochmal kurz hier ausreizen. Und ansonsten... Wieder einfach steht so, kotzt mir gar nichts, ich bin muskulös. Ja, ich hab Bizeps. Du bist erst der Einzige seiner Art jetzt. Woher kam er? Was ist er für eine Rasse? Wird er jemals Kinder machen können? Ich meine, er kann ja mit Nina zusammenkommen, so ist das nicht, aber... Ne? Ich glaube nicht, dass das sein sollte. Open. Hallo, Spiel? Spiel mag kein Load State. Oh oh. Ah doch, man muss nur aus dem Menü raus, dann macht er das. Ach, ist das schön. Also, dann machen wir das diesmal anders. Dann machen wir diesmal gleich provisorisch schon mal eine Heilung. Du machst Abwehr plus und Nina, du machst hier Stromschlag. Kannst du gleich Drache gleich danach? Ja, stimmt, hätte ich auch machen können. Das ist halt auch die Sache, ich benutze es so selten, dass ich einfach nicht dran denke. Vielleicht hast du eben auch einfach nur Pech gehabt, dass er dich total gebasht hat mit dem super magischen. Ja, siehst du, jetzt hat er keinen AE gemacht, also keinen Flächenangriff, irgendwie, so wie eben. Das war jetzt eine total verschwendete Heilung. Aber hey, was willst du machen? Nö, mach es weiter. Besser ist es. Ist ja eigentlich eine gute Idee. So, dann versuchen wir es dann jetzt mal. Auf Donner ist er ja relativ empfindlich. Und du versuchst dann mal provisorisch zu heilen. Und du... Das ist auch ein bisschen nervig, dass man immer wieder runterscrollen muss, dass es im Menü nicht zum Beispiel an der Stelle bleibt oder dass man die Zauber verstellen kann. Ah, die Reihenfolge. Schon auch Spiele kann man das. Mache ich aber immer aus. Ich mag das nicht, dass es bleibt. Ich weiß auch nicht, warum. Einfach nur... Boah, wir... Jetzt trollt das er mich total. Dieses Random-Ding bei Spielen. Manchmal hast du voll Glück, manchmal überhaupt nicht.